Moin Moin, herzlich willkommen. Heute mal wieder ein Video aus der Werkstatt. Wir haben eine neue Errungenschaft und zwar ein A150, ein W169. Den haben wir recht kostengünstig bekommen und wollen ihn jetzt für den Verkauf vorbereiten. Heute geht es erstmal daran, Ölwechsel zu machen. Alles weitere seht ihr nach dem Intro. Die A-Klasse hat erst 37.000 Kilometer gelaufen und ist eigentlich in sehr gutem Zustand mittlerweile. Wir haben den schon mal von innen aufbereitet. Ich zeige euch hier mal ein paar Videos, wie wir den vorgefunden haben. Der Innenraum war Katastrophe. Mittlerweile sieht der echt wieder schick aus. Wir haben den einigermaßen auf Vordermann gebracht und der ist auch recht gut ausgestattet. Hat hier halt ein Lamellendach drin und eine Klimaanlage. Avantgarde-Ausstattung, also wirklich sehr gut. Ihr seht auch, dass der Service schon ein wenig überfällig ist. Auch das müssen wir jetzt machen bei der A-Klasse und da werden wir uns jetzt erstmal gleich drum kümmern, erstmal einen Ölwechsel machen. Und genau dasselbe ist halt auch, wir haben den das erste Mal ausgelesen, den Wagen, und Fehlermeldung an Fehlermeldung waren abgespeichert. Also die letzte Pflege von dem Auto war nicht so besonders. Auch die Reifen, die wir dazu gekriegt haben, sind runter gewesen. Da haben wir jetzt neue Sommerreifen bestellt und die kommen jetzt drauf, sobald die da sind. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um den Ölwechsel kümmern. Dafür werden wir erstmal das Fahrzeug aufbocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem wir das Fahrzeug aufgebockt haben, geht jetzt alles unterm Auto weiter. Ah ja, oh mein Gott. Na. Und zwar haben wir hier hinten eine Ablassschraube, da, die habe ich schon mal gelöst. Das ist ein 13er Schlüssel und die werde ich jetzt rausdrehen und dann werde ich das Öl hier in die Ablaufwanne fließen lassen. So, jetzt fließt das Öl raus in die Ablaufwanne. Wir haben vorher den Motor warm gefahren, haben natürlich hier die Schraube versucht aufzufangen, damit die nicht in der Ölwanne liegt, aber wäre auch nicht so schlimm, könnte man nachher wieder rausholen. Und jetzt lassen wir erstmal das Öl hier unten ablaufen, alles weiter geht oben weiter. Während unten noch das Öl abläuft, geht es jetzt hier oben weiter. Wir werden jetzt erstmal hier den Deckel aufdrehen, damit das Öl besser ablaufen kann. So, legen wir den beiseite und werden gleich den Ölfilter wechseln und der sitzt da unten. Also kann man den sehen, ich habe mal im kurzen Licht, da sitzt der Ölfilter. Den werden wir jetzt erstmal rausschrauben. Dann nehmen wir eine Knarre mit doppelter Verlängerung. Kann man das sehen? Geht dann da unten drauf. So. Und zwar mit einer 27er Stecknuss. Und dann lösen wir erstmal den Ölfilterbehälter. So, beim Rausziehen des Ölfilterbehälters ein bisschen abtropfen lassen. Wir haben jetzt hier den neuen Ölfilter, den werden wir jetzt einsetzen. Das heißt, hier den alten Ölfilter raus und diese Dichtung hier noch erneuern. Und dann können wir ihn eigentlich danach auch wieder einsetzen. Den neuen Filter haben wir jetzt drin und auch die Dichtung ist erneuert worden, haben das alles ein bisschen sauber gemacht und jetzt setzen wir den Filter wieder ein. Jetzt haben wir den Ölfilter mit dem Ölfiltergehäuse wieder eingesetzt, mit 25 Newtonmetern festgezogen und jetzt werden wir als nächstes die Ölablassschraube wieder eindrehen, nachdem das ganze Öl ausgelaufen ist. Und eine neue Dichtung natürlich vorher drauf und dann die Ölablassschraube wieder reindrehen. Die Ölablassschraube ist jetzt auch wieder drin. Ich habe das alles trocken gewischt. Und jetzt können wir das Auto ablassen und von oben das neue Öl nachfüllen. Jetzt füllen wir erstmal neues, frisches Öl auf. Dafür machen wir das hier schön mit der Ölkanne. Und kontrollieren nachher mit dem Ölpeilstab, ob wir genug Öl aufgefüllt haben, ob der Ölstand korrekt ist oder nicht.
Wichtig ist, wenn der Ölstand korrekt ist, danach Motor einmal kurz laufen lassen, weil der Ölfilter ja noch leer ist. Da muss auch erstmal wieder sich Öl reinbegeben und gegebenenfalls, nachdem der Motor kurz gelaufen ist, die Differenzmenge an Öl wieder auffüllen. Jetzt haben wir den Ölstand kontrolliert und ich hoffe, man kann das sehen. Da ist der Ölstand genau richtig jetzt bei dem Motor. Das haben wir jetzt also erledigt, Ölwechsel erledigt. Jetzt wird noch die Service-Intervallanzeige zurückgesetzt. Das zeige ich euch aber in einem separaten Video. Deshalb am besten den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr informiert, sobald das Video online ist und auch alle weiteren Videos, wenn die online gehen, kriegt ihr, sobald die neuen Videos hochgeladen sind, eine Benachrichtigung. Ich würde mich natürlich über positive Kommentare freuen oder Anregungen. Daumen hoch wäre ein Träumchen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Oldenburg.